Moin moin und willkommen zurück zu Arcania. So, ich muss jetzt erstmal einen Blick in das Questlogbuch schauen. Erstmal, die Hauptquest ist mehr oder minder die Qual der Wahl. Wie es scheint, gibt es zwei Wege, die dich zu Medarion bringen können. Solange Vultus Werkstatt unter Wasser steht, kann er dir nicht helfen, zu Großmeister Medarion zu gelangen. Mit ein wenig Sonne würde der Wasserspiegel sinken und Vultus Werkstatt wäre schon bald wieder trocken. Kelana hingegen weigert sich, dir zu helfen, bis es dir gelungen ist, Vultus aus dem Baum hinaus zu ekeln. Sollte es in Tushu regnen, würde das Vultus Werkstatt endgültig überfluten. Bei den Ruinen im Süden von Tushu gibt es einen Wetterschrein, mit dessen Hilfe es möglich sein soll, das Wetter in Tushu zu verändern. Und Spinnennetze müssen wir noch ein paar sammeln. Das wird gemacht. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Okay, wir müssen da vor allem so mal ein bisschen den Wegen folgen. Das werden wir tun. Ja, das ist tatsächlich etwas besser. Ich habe an der Konfiguration was geändert. Mal die Performance-Hinweise auf. Kann ich hier rüber? Ja, ich kann hier rüber. PC Gaming Wiki, zu dem ich ja eigentlich immer einen Link beischicke, immer hilfreiche Tipps zu fast eigentlich allem Spielen. Da muss man schon was ziemlich Exotisches haben, weil es da nicht steht. Und wenn er nicht steht, kann man ja selbst vielleicht was hinzufügen. Ich mag die Seite sehr, sehr hilfreich, sehr informativ. Da gab es Hinweise, wie man die Konfiguration anpassen kann, um etwas der Performance auf die Sprünge zu helfen. Perfekt wird das bei dieser Engine definitiv nicht sein. Aber viel schlechter konnte es nicht werden. Sammeln wir mal ein bisschen Sumpfkraut ein. Und ein bisschen scheint das was gebracht zu haben. Aber das Spiel mag es definitiv weiterhin nicht aufgenommen zu werden. So, hier haben wir blaue Fackeln. Das finde ich sehr interessant. Ist hier eventuell der Wetterschrein in der Nähe? Ist halt sehr seltsam, wie hier ja alles Mögliche damit verbunden ist. Ah ja, wir spielen jetzt ja mit dieser Axt rum. So, sehr schön. Das scheint zu klappen. Unter anderem der wichtigste Hinweis ist, in der entsprechenden Konfiguration, was da drin dann zu lesen ist. In der Beschreibung ist ja ein Link zu dem Arcania-Artikel, ja, immer Bescheid zu geben, hier der Rechner hat eventuell mehr als einen Kern. Bei der Xbox weiß er's. Bei dem PC geht er davon aus, dass der nur einen hätte. Vor einigen Jahren mag das ja noch der Fall gewesen sein. Und wirklich aktuell ist das bei heutigen PCs ja nicht mehr. Diese Aufnahme erscheint beispielsweise, wo gerade der Ryzen CPU von AMD veröffentlicht wurde. Und die hat ja zum Beispiel 8 Kerne. Meine hat 4. Ja. Entsprechend wurde das unter anderem mal angepasst. Da haben wir ein paar Snapper. Ich sollte ein bisschen mehr hier aufpassen und nicht nur blöd. Weg. Nein. So, okay. Klappt alles noch, selbst wenn ich nur blöd am Labern bin und nicht aufs Spiel aufpasse. Beruhigend, freut mich. Ein Lurker. Den haben wir zumindest nie getötet, meine ich. So, hier ist eines dieser unnützen Portale.
Und da steht sogar jemand. Ist das nicht die Ulle Uschi, die uns die ganze Zeit ein bisschen verfolgt? Sprechen wir mal mit ihr. Ja, Sira. Du hier? Ich hier. Stellst du mir nach? Ich muss was für einen Magier erledigen. Ich auch. Hilf mir mal mit der Statue. Ja? Was stimmt mit der Statue nicht? Da fehlen noch ein paar Teile. Wahrscheinlich haben die Orks sie in der Gegend verstreut. Sie könnten auch in den Ruinen liegen. In dem unheimlichen Ding? Da traut sich auch kein Ork rein. Such du ruhig draußen weiter. Ich schau mich in den Ruinen um. Sturkopf. Wenn ich mit den fehlenden Teilen zurückkomme, musst du die Statue zusammensetzen. Abgemacht. Andersrum genauso. Ich habe das Gefühl, wir werden die Sachen finden. Was hast du mit der Statue vor? Nicht dein Problem. Ist das so? Dann brauchst du ja auch meine Hilfe nicht. Na gut. Ich soll für einen dieser verrückten Magier das Wetter ändern. Angeblich war hier mal eine Statue, die das kann. Welcher Magier hat dich geschickt? Das geht dich nichts an. Was suchst du hier überhaupt? Statuenteile, wie es aussieht. Bist du sicher, dass die Statuenteile hier draußen rumliegen? Ja. Wie du meinst. Okay, die meint hier draußen. Das glaube ich tatsächlich auch weniger. Wäre hier? Ah, da ist eine Ruine, wenn ich das richtig sehe. Aber tatsächlich möchte ich mich, glaube ich, erstmal hier draußen etwas weiter umschauen, bevor ich da eventuell reingehe. Vor allem weiß ich nicht, wie ich da rauskomme. Das finde ich immer besonders schlecht. Au. So, und jetzt auch du noch. Wunderbar. So soll das laufen. Da hinten geht's noch weiter. Der Wetterschrein. Ah ja. Sehr schön mit dem Licht da hinten. Aber da sehe ich zum Beispiel ein Spinnennetz. Das ist etwas, was wir definitiv mitnehmen wollen. Da sind ein paar Snapper. Holen wir uns das Spinnennetz und schauen mal, dass wir diesen Sumpfhai ranbekommen. Ach du Scheiße, das sind ja drei Stück. Das könnte gefährlich werden. Yeah, und Blitzschaden mit dabei. Sehr schön. So, komm noch mal wieder ran. Hier zu Papa. Bevor dein Kumpel hier auch aufkreuzt. Nein. Das wollte ich. Auch mit der Axt läuft das wirklich gut. Die hat jetzt ja nicht unbedingt einen gewaltigen Schaden oder so, aber das funktioniert damit. Mal sehen, ob ich den Snapper von hier treffe. Ja. Einfach immer rangelockt kriegen. Das kann sicherlich nicht schaden. Und das gleiche machen wir jetzt mit seinem Kumpel. Und ein Sumpfhai kommt jetzt auch noch dazu. Au. Also, wenn die Waffe weiterhin so gut funktioniert. Ich bin halt wirklich ein Fan von diesem Blitz.
Denn das negiert die, die Gefährlichkeit eines Gegners bei ja, 100%. Wenn er nicht angreift, kann er noch so stark sein. So. Weiter müssen wir ein bisschen Ausschau halten. Oh, hier ist irgendwo eine Wurzel. Sehen tue ich sie nicht wirklich. Ausschau halten nach Spinnennetzen. Das ist doch irgendwas, was ich aufsammeln kann. So. Ah, ja, komm mal ein bisschen näher. Nicht da hinten dumm rumstehen. Herkommen, einer auf die Fresse kriegen. Okay. Gehe ich hier mal so ein bisschen durchs Dickicht. Okay, hier bin ich jetzt. Dann gehe ich hier mal rüber, so ein bisschen auf die andere Seite. Also wenn sich hier irgendwie ein Artefakt oder so verbirgt. Ich werde das nicht sehen. So, da ist der große Baum. Hier gibt es ein bisschen Gemüse, was zu rauchen. Also grob die Karte, grob will ich die Karte erkundet haben. Eher gehe ich hier nicht weg. Unter anderem läuft ja noch ein bisschen XP rum. Ja, genau das seid ihr für mich. Laufende XP. Ich glaube, den haben wir diesmal nicht getroffen. Jetzt aber. Das war ein schöner Schuss. Das hingegen nicht. Ah. Bin nicht so sicher, wie hoch oder wie tief ich jetzt tatsächlich zielen muss. Ich habe selbst das Gefühl, dass sie sowas sehr stark vom Bogen unterscheiden kann. Je stärker sie werden, desto schneller fliegen sie tatsächlich. Ich bin fast so weit, das als Theorie zu äußern. Spinnennetze. Hier müssen doch noch ein paar mehr sein. Kann ich angehen? Oh, ja komm. Ich hätte ich fast nicht gesehen. Aber ich habe gesehen, dass hier noch einer steht. Okay, ich glaube, die Lurker würde ich gerne halbwegs hier mit ausschalten. So, jetzt du. Also über die Wahl der Blitzzauber. Keine Frage. Sonst wäre das alles viel, viel schwerer. Ich werde bestimmt eine Leiche übersehen. Hier mal so ein bisschen zurück, bis ich fast wieder beim Baum bin. Wäh. Wo will unser Junge ganz hin? Und dann geht es jetzt nochmal diesen Weg hier entlang zurück. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen mehr entdecke, sehe.
Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Oh, da haben wir noch ein paar Lurker-Freunde. Wir rotten die hier aber auch ziemlich gut aus. Au, der hat uns leider getroffen. Es ist nicht so, als wären die ungefährlich. Wenn sie einen kritischen Schaden erfolgreich platzieren können. Ein bisschen verwunderlich finde ich aber tatsächlich die fehlenden Spinnenweben. Also, ich hätte damit gerechnet, jetzt schon wieder viel mehr zu finden. Da wir auf unserem letzten Spaziergang so viele gefunden hatten. Aber im Moment kaum. Ich bin mal gespannt, was bei dieser Hütte zu finden ist. So, hier waren wir, glaube ich, schon mehr oder minder durchgekommen. Ich scanne gerade mal so ein bisschen die Gegend ab. Da hinten sind definitiv Spinnennetze. Moment, hole ich direkt. Sonst übersehe ich das gleich wieder. Erst einmal. So. Das sind doch Lurker, oder? Da sind Lurker. Zwei Stück. Nee, da sind noch mehr. Ich sollte vielleicht nicht innerhalb des Kampfes looten. So, jetzt lasse ich mich von diesem Häuschen da aber nicht zu weit wegtreiben. Hier gibt's aber ordentlich Sumpfkraut. Meine Güte, heute Abend werden wir entspannt einschlafen. Ich sollte schon mal den Kühlschrank auffüllen. So, wen haben wir denn hier? Stör mich nicht! Yeah! Dann störe ich dich halt nicht. Weil du so wichtige Sachen zu tun hast. Fremder. Und Mann? Ach, Shakes. Der ist also hier. Stör mich nicht. Rostige Axt irgendwo hier. Auch gut. Ist hier wirklich sonst nichts? Moment, Alexi ist da. Okay. Und ein paar Fiolen, da sag ich nicht nein zu. Das ist immer nett. Aber sonst gibt es hier gar nichts. Moment, irgendwas ist hier. Ha, Innerstatue. Ein Fass. Achso, da kann ich mir nur ein bisschen drauf zerfüllen. Ist jetzt nicht so relevant. Wie viele Spinnen? Zwei Stück würden noch fehlen. Die werde ich jedoch wohl noch irgendwo finden können. Wenn ich die ganze Karte nochmal absuchen muss. Interessant finde ich aber tatsächlich, dass ich hier bisher sehr wenig Höhlen gefunden habe. Wo ich von Höhle spreche, da hinten wäre eine, die ich glaube ich noch nicht erkundet habe. Merken wir uns, gehen wir gleich mal vorbei.
Spinnennetze hier nochmal irgendwo. Ich befürchte, nö. Es kann gut sein, dass ihr gerade schreit. Ah, da! Bist du denn blind? Aber auch hier ist man nicht vor dem Beifahrereffekt gefeit. Ich kann momentan keine sehen. Oh, vielleicht hier drin. Nö, ein Elixier. Noch mehr Rezepte. Hat hier mal ein Alchemist gehaust. Also entweder gefielen anderen Leuten seine Tränke nicht. So, und hier weiter runter. Dann sind wir schon vor langer Zeit lang gegangen. Nee, das ist kein Spinnennetz. Und ich befürchte, das ist tatsächlich eine Höhle, wo wir doch schon drin waren. Wo wir nämlich Snapper drin gejagt hatten. Das ist nicht eine Höhle, die sehr nah. Ja. Ja. Hier waren drei Snapper, meine ich, drin. Ich dachte, das wäre hier die Höhle, wo der Snapper mit dem Halsband drin ist. Aber nein. So, dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Hier hinten rum. Na gut. Das machen wir so. Gehen etwas mehr querfeld ein. Da ist ein Spinnennetz. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch eins. Und wenn es das letzte ist, was ich tue, ich werde es finden. Irgendwo. Wahrscheinlich, wenn es dunkel ist. Denn dann sieht man so viel mehr. Aber hier sieht man die Glühwürmchen kaum. Zumindest nicht gut. So, du hattest jetzt aber nicht gleich einen Kumpel, der mit angerannt kommt. Nö, ich hab da aber doch noch... Genau. Ja, da sind mehr als ein Snapper. Oh ja. Das ist unser klassischer Dreier. In der Richtung würde es wieder was zu finden geben. Ich glaube aber tatsächlich im Untergrund. Jetzt frage ich mich natürlich, was die Zira, also A, von welchem Magier wurde sie angeheuert? Zwei stehen zur Auswahl. Oder es gibt tatsächlich einen ominösen Dritten, der sich da, ja, Sonne, Regen... Was wäre die nächste Alternative? So, da ist ein Höhleneingang. Da waren wir drin. Da waren wir auch schon drin. Das ist tatsächlich so weit die letzte Höhle, von der wir wissen, noch nicht drin waren.
mich nicht von da hinten an. Drosselwurzel. Aber keine Spinnennetze. Ich finde das sehr seltsam, wie diese Netze hier verteilt sind. Oh, da sind ein paar Lurker. Mit denen gehe ich mehr oder minder jetzt mal in den Nahkampf. Nicht, dass die sich genau hier drin soweit einkesseln. Das macht meine Arbeit nur schwieriger. Also ich hoffe mal ganz, ganz fest, dass hier mehr als 12 dieser Spinnennetze verteilt wurden. Sonst sehe ich mich eventuell aufgeben oder offscreen suchen. So nah in diesem Ding also. Ein paar Snapper. Oh. Da sind noch mal richtig viele. Das klappte wunderbar. So wünscht man sich das Ganze. Passiert nur viel zu selten. Eine potenzielle Höhle wäre hier noch. Die hätten wir aber auch zu 100% erkundet. Ja, das hier ist, glaube ich, nur eine Einkerbung. Im besten Falle. Nee, hier sind wir dran vorbeigekommen. Hundertprozentig. Hier haben wir dann Rane gesucht und so weiter und so fort. Heißt aber auch, hier sind sehr wahrscheinlich keine Spinnennetze, die direkt hier rum liegen, denn die hätten wir sonst auch schon mitgenommen. Ein kurzer Blick hier rein könnte sich nochmal lohnen. Sollte jetzt hoffentlich weniger auf uns zukommen. Aber um sicher zu gehen, dass hier hinten jetzt nicht zum Beispiel dieser Pool relevant geworden ist. Wird er vielleicht nochmal später? Nö. Hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt überrascht. Hm.
Na, der hätte ja auch eventuell einen Weg öffnen können in andere Ruinen. Man weiß ja nie. So, da hinten sind Flieger. Aber um die kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.